Und fucking gleich die nächste Runde eingeleitet. Super. Und das war die letzte Tür. Jetzt ruhig ein bisschen warten können, weil dann hätte ich das ausnutzen können. Danke. Danke für gar nichts. Was geht, Leute? Anon Fox ist wieder am Start. Es ist mitten in der Nacht. Für die Aufnahme für Freitag, Couch Friday, ist wieder angesagt. Dadurch, dass es so spät ist und ich kurz vorm Schlafen gehen bin, habe ich mir überlegt, machen wir noch was ganz Entspanntes. Dungeon of the Endless. Auch schon eine Ewigkeit nicht mehr gespielt. Muss auch mir wieder reinfinden. Natürlich haben wir wieder die Aufgabe, nicht zu sterben. Vor allem nicht unsere Kompagnons sterben zu lassen. Dann wollen wir mal fortsetzen. Okay. Letztes Mal hatten wir ja, einen Moment. Udin. Hey. Uff. Einen Moment. Nein. Er hat an der Pflanze genagt. Das verbiete ich ihm. Aus gesundheitlichen Gründen. Denk mal, das versteht jeder. So. Ich warne dich, Kleine, gell? Also. Zurück zum Kontext. Dungeon of the Endless. Ich habe zwar eine Brille auf, aber ich bin nicht automatisch klüger. Vielleicht doch, doch. Gucken wir mal. Also, als Team öffnen wir erstmal alle Chambers. Muss man schon mal einen Überblick haben. So sind wir es ja gewohnt. Wir sind in der vierten Ebene. Wir bauen auf jeden Fall hier, haben wir jetzt eigentlich schon, ja genau. Ein Neurolemma zweimal, weil das direkt am Kristall ist. Dass wir genug Zeit haben, falls wir einen Ausbrecher haben, zu agieren. Und dann bauen wir noch... Boah, wir haben voll viel Wissenschaft, sehe ich gerade. 209. Krasse Scheiß. Noch mehr Wissenschaft? Nein, wir brauchen das hier. Da kann der Doc schon mal dran arbeiten. Und sie macht schon mal die Türen auf. Und die ist wahnsinnig schnell. Schnell unterwegs. Okay, wenn wir schlau sind, lassen wir ihn hier rein. Ich glaube, das wird eine gute Runde. Ach, wir haben auf easy. Das ist ja easy. Ich vergaß, welches Level wir hatten, also welches Startschiff wir hatten. Hätten wir das Lanzarettschiff genommen, dann würde sich unsere Energie jetzt auch nicht die ganze Zeit auffüllen. Wie gesagt, schon lange nicht mehr gespielt. Müssen wir erstmal wieder hier reinfinden. Ja, Überblick haben, wo der kleine Udin ist. Ne, warte, lassen wir ihn hier. Sie muss jetzt die Tür öffnen, tut mir leid. Gut, das reicht, um das zu öffnen. Dann könnten wir theoretisch... Eine kleine Tower Defense Area bauen. Ach, wir hauen jetzt... Vielleicht reicht das auch zwei Geschütztürme. The Bob.
Geht mir hier hin. Ja, sollen da ruhig Gegner kommen? Das ist eigentlich, glaube ich, gar kein Problem. Machen hier auch. Wir müssen, Ach, da ist auch eine Tür. Oh, shit. Gar nicht. Ich dachte, das wäre das Ende. Naja, was soll's. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall. Neue Waffen. Wir brauchen neue Waffen. Waffeln. Ganz viele Waffeln. Ja, nee. Als nächstes machen wir hier das Licht an. Weil dann können wir das nutzen als Safe Spot. Wer? Rosetta. Überlegen, war Rosetta gut? Who cares? Nehmen wir dich, Rosetta Stone. Da kannst du mal schön Licht machen. Upgraden. Nee, boy. Achso, nein, halt, stopp. Rosetta kann. Wir machen typisch Tower Defense jetzt. Nein, lass mal das Licht aus, das war schon. Hier wieder. Ah, zwei hätten wir gar nicht gebraucht, aber. Oh, ich bin so unschlüssig, merke ich gerade. Es hätte eigentlich eine schnelle Runde werden können, aber ich bin so fucking unschlüssig. Ah, komm, hier. Nochmal und. Sollte Geiz. Forschung müssen wir betreiben. Da muss aber halt erstmal so ein Forschungsterminal zur Verfügung stehen. Kann sie eigentlich schon mal reparieren? Ja, die gute kann schon mal reparieren. Das ist sehr gut. Okay. Ja, komm, mach das nächste Tor auf. Ah, die hasse ich, die roten Kristalle. Weil die machen Module kaputt. Oder auch nicht, sehr gut. Ich denke, das wird eine gute Runde. Vielleicht jetzt nicht so spannend. Die Schwierigkeit ist auf einfach, muss man dazu sagen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Kann man das irgendwo sehen? Soon. Statistik. Keine Ahnung. Erhöhen das Selbstvertrauen, indem sie dem Träger an all die schlauen Sachen erinnern, die er heute schon getan hat. Ah, das kann man Rosetta geben. Sehr schön. Easy peasy lemon squeezy. Schön Dust einsammeln. Oh, das war schon. Oh Mann, wir müssen nach oben. Führt keinen Weg drumrum. Nahrung. Und dann nehmen wir die Meute nach oben. Brauchen wieder hier. Oh, kein Geld. Ruf. Ein T-Shirt. Sehr cool. Geschwindigkeit zu wenig. Wir können ein bisschen Verteidigung brauchen. Hier machen wir auf jeden Fall Bata. Und ein bisschen Schaden ist auch nicht schlecht. Muss mal überlegen. Ja, ich brauche hier. Oh, wieder kein Geld. Ja, Geld. Geld ist so wichtig.
Oh, schon wieder einer. Nee. Aber der könnte... Ja, doch, das ist gar nicht mal so schlecht. Dass er da ist, den könnte man trotzdem als Defender nehmen. Und dann bomben wir den zu mit Verteidigungstürmen. Dann hat er eine gute Defense. Man muss seine Umgebung nutzen. Machen wir erstmal hier das Loch auf. Oh, ein Händler. Aber bringt uns momentan noch nichts, weil wir noch keinen Bazar haben. Dementsprechend egal. Zwei reichen vollkommen. Waren das alle? Ja, scheinbar. Das heißt, wir kriegen Gegenwehr von links. Von oben. Dann machen wir das Tor auf. Dass der Onkel auch was zu tun hat. Da. Kommt was. Nee. Viel zu easy. Viel zu easy. Mechanische Kumpel sind eigentlich mal gar nicht so schlecht. Ja. Aber ich will... Ne, Geschützte... Geschütz... Nee. Da nehmen wir Tesla. Tesla-Spulen. Ist auch nicht schlecht. Aber wir machen... Oh, die mechanische Kumpels. Da ist der Ausgang. Keine Gegner. Richtig strange, ey. Viel zu einfach. Dell ist gut. Dell ist richtig gut. Da kann man ein richtig geiles Bild machen. Sorry, Rosetta. Aber du musst gehen. Ja. Und dann nehmen wir dich. Der Bob ist richtig ein nicer Dude. Der ist richtig gut. Kann reparieren. Den können wir später dann auch als Mechanist benutzen. Ja. Und kann reparieren. Und Funktionstest. Ein paar Schläge mit dem Schraubstuhl. Hält im Raum repariert. Auch während eines Kampfes beschädigte Module. Ah, das empfand ich als Nachteil, muss ich ehrlich sagen. Weil er dann nicht angreift, sondern nur repariert. Ja, wie man's nimmt, kann Vor- und Nachteile haben. Und das müsste das letzte Tor sein. Ja. Viel zu einfach. Weiß auch nicht. Oh, jetzt geht die Party ab. Was war das? Achso. Der Ober. Oh, der ist ja richtig. Er deckt gar nichts drauf. Passt. Passt. Ja gut, das war dann wohl alles. Dann hier raus. Den Weg zum Ende
Ebenen und am besten alle anderen, scheißegal, alle anderen beleuchten, dass keine Gegner uns entgegenkommen, und dann ab dafür. Gib mir den Shit. Easy. Easy, würde ich sagen. Ja, heute kein Pulsmesser. Wie gesagt, das ist ein bisschen entschleunigend alles. Einfach nur gechillt. Auch kein frisches Getränk. Ich halte mich fit mit Eistee. Roter Tee. Awesome. Schau mal nach. Es gibt eine Etage sicherer Hafen voller heißer Bräute. Jo. Okay, Team Bravo. Team Awesome. Das gleiche Spiel. Erstmal den Anfangsweg ebnen. Dehydriertes Wasser. Streckmittel für sie, das ist Heilungskost um 10% weniger. Hier haben wir zum Beispiel schon mal das Ende, das heißt, hier muss ich schon mal keine Verlangsamung einbauen und kann getrost jetzt hier ein Modul bauen. Und da machen wir doch gleich... keine Ahnung, das und Kumpel. Okay, machen wir die Tür auf. Okay. Ein Taktstock. Kann sogar mehr benutzen, sehr gut. Und eiserne Faust wird freigeschalten. Helden im Raum. Angriffskraft plus 4 durch andere Helden im Raum. Das ist sehr gut, weil er arbeitet immer mit den anderen zusammen. Außer Professor. Professor kann schon mal nach oben stationiert werden. Das gibt einen schönen Bonus. Hier zwei Slower. Zwei Slower. Ja, zweimal Verteidigung. Madame macht die Tür auf. Sehr gut. Ich würde gerne wissen, ob das da weiter... das weiß man halt nie. Das ist halt das Problem. Dementsprechend gehen wir auf... defensiv vor. Mach hier das nächste auf. Nee, brauchen wir alles gar nicht. Finstere Mine fand ich auch nie so toll, glaube ich. Einfach weil im Verhältnis, glaube ich, die Angriffskraft gar nicht so gut ist. Im Gegensatz zu... kurz überlegen. Wegen der Abklingzeit habe ich mich immer gegen entschieden. Kann sein, dass es bestimmt voll Meter ist. Aber ich finde die Tesla-Spulen eigentlich ganz, ganz gediegen. Haben wir jetzt leider nicht hier. Was machen wir? Was soll der Geiz? Nochmal Level 2. Und da ist das Ende, sehr gut. Und noch eins. Gut. Da, Tesla-Schwule, sehr gut. Dann nehmen wir den Bob. Das soll hier schon mal ein bisschen... hier hin. Ne, das ist Bob. Die heißen alle Bob. Guten Bob.
Super Boop. Ja, ein Moment. Auf jeden Fall hier Sloan. Madame macht auf. Keine Gegner, okay. Ein Ding. Dieses seltsame Ding wurde in den Ruinen gefunden. Seine Strahlung erhöht Reflexe und Koordination. Leider riecht man auch das Ranz nach ranzigem Schweinefleisch. Ja, ich denke, damit kannst du leben, oder? Ach, das macht auch noch die TP hoch. Oh, gut zu wissen. Weil die ist ja Sonic Fast ist sie jetzt. Super fast. Bist du erhellt? Ja. Das heißt, Major Bob geht jetzt mal kurz dahin. Dass da bloß keine Gegner auftauchen. Gut. Gut, 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 gut. Da können wir jetzt Licht machen. Holzfäller Bob geht jetzt dahin. Gucken wir mal, was wir jetzt forschen können. Hier können wir alles voll mit Modulen zubauen jetzt. Richtig gut. What the fuck ist das? Das ist hier neu. Verleiht allen Helden im selben Raum 7 Lebensregeneration. Heilt Helden im Raum. Das kenne ich noch gar nicht. Okay, ist es durch ein Update dazu gekommen? Ah, nein. Dieses Modul ist bestimmt nicht in dem im Lanzarettmodus erhältlich, weil es ja dann widersprüchlich wäre mit der Heilung. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber interessant. 7. Ja, das ist schon 7 pro Sekunde, oder? Nur 7. Könnte man eigentlich so einen Raum mit diesen Autodox-Splittern aufrüsten? Meine Überlegung ist ja halt, am Ende jeder Runde heilen sich ja die Helden sowieso. Aber sie heilen sich auch erst nur, wenn die Runde vorbei ist. Das heißt, wenn man in der Bredouille kommt, ja gut, dann kann ich immer noch mit Nahrung heilen. Und das hat man nicht bisher immer geklappt, wenn man gute Nahrungsmodule aufgebaut hat. Also sonst hätte ich gedacht, man switcht dann einfach hin und her. Heilen, attackieren. Heilen, attackieren, wenn es brenzlig wird. Wir machen das hier. Gehen auf Nahrung. Kleiner Odi. Wir machen noch Level 3. In der Hoffnung, nein, ist noch nicht, wahrscheinlich erst Level 4. Den Machinisten wollte ich freischalten. Da ist schön Licht, das heißt, da könnten wir schon mal. Ah, ja gut, Tesla kommt jetzt demnächst. Ja gut, das wird schon passen. Oh, Odin hat wieder seine 5 Minuten. Rastet gerade komplett aus wieder. Tesla-Modul ist. Jo, Kerle, beruhig dich. Katzen, ey.
denn los, Digga? Ich verstehe den Kerl manchmal nicht. Das ist gut, dass wenn dann schon ein Held stationiert ist an einem Fleck, dann kann man ihn noch unterstützen. Und 15% ist eigentlich mal gar nicht so schlecht. Wenn man sich überlegt, oh ja, Digga, einen ganzen Raum voll. Gut, ich würde jetzt keinen ganzen Raum voll mit diesen Unterstützer-Bots, aber das ist stapelbar. Das ist fucking stapelbar. Da hat man richtig geile Stats dann. Deswegen machen wir das auch. Hier. Hier können wir das nicht bauen. Auf einmal slowen. Und hier würde ich dann ein Dingens bauen. Unterstützer. Und aber auch einmal Tesla und dann einmal Unterstützer. Genau, das ist der Plan. Kriege ich da was zurück? Glaube nicht. Lady, machen Sie bitte die Tür auf. Alter, warum hat er jetzt zwei drauf gebaut? Wollte ich doch gar nicht. Nice. Eigentlich wollte ich keine. Weil ich doch den Unterstützer-Dingens bauen wollte. Ja, soll's. Hier. Bam, bam, bam. Achso, geht gar nicht. Achso. Ja, du Held. Das geht nicht. Fertig? Haben wir eine Waffe bekommen? Warum sagt mir das keiner? Ja. Passt. Wir könnten alles voll mit Modulen bauen. Schauen wir mal. Platz 2 ist fertig. Erste Hilfe Kasten. Placebo. Dieser erste in einer langen Reihe von Hilfekästen hat vor allem einen historischen Wert. Sein Inhalt ist schon lange verrottet. Blöd. Können die nächste Forschung starten. Odin. Bist du auf Speed? Tester Modul 2. Abführ. Auf jeden. Geld haben wir immer noch. Ah, du. Können auf jeden Fall. Bam, bam. Zweimal voll. Achso, ja, nee. Alles super. Meine Gedanken sind wirr. Ja, warten wir noch. Bis zum nächsten Upgrade. Bringt auch jetzt gar nicht. Baumeister Bob. Mechanismus beizubringen, wenn das die nächste Stufe. Ich glaube erst Stufe 6. Und Gegnerz. Herrlich. Funktioniert einwandfrei. Mm.
und die nächste Forschung. Ja, eigentlich hätte ich ein Forschungsmodul bauen sollen, aber wir haben ja gut reichlich gesammelt davor. Ja, eigentlich muss das vor. Deswegen machen wir das, das muss vor. Mehr Ressourcen, ist immer gut. Ja. Aber bis jetzt läuft alles super. Kann mich nicht beklagen. Ich glaube, diesen Run schaffen wir. Also das wäre auch gelacht, wenn wir diesen Run nicht schaffen würden. Der ist viel zu easy. Ja, kommt beim nächsten Mal. Ibubab. Nein, och, das hasse ich. Das sind das Container gewesen. Für 30 Industrieteile. Bekommt man das oder halt eine fette, enttäuschende Explosion. Enttäuschend groß geschrieben. Müssen nämlich gar nichts bekommen. 30 Industrie ausgegeben für gar nichts, für Luft. You have 23 minutes and 37 seconds left. Danke, Claire. Hab nicht danach gefragt, aber danke. Oh, das hört echt nicht auf. Da wollte ich gar nichts bauen, weil die gar nicht in der Lane sind. Oh, das hört gar nicht mehr auf. Gut. So, dann können wir das... ist gut, das ist gut, ja. Dann kommen sie nur von dieser Lane. Das ist auch schon Licht. Machen wir den Hafen auf. Achso, ein Upgraden tun wir. Die große Bob. Der große Bob. Für mehr Schaden. Odin, alles okay? Na, er beruhigt sich langsam. Okay. Nix los. Ein Säbel. Duelland. Ist es besser? Verteidigung ist besser. Geschwindigkeit ist schlechter. Schaden ist aber besser. Was kann denn Duelland? Sagen wir es mal so. Selbst Abgangszeit minus 2, wenn Ziel eines einzelnen Feindes. Ja, gut, nö. Ja, der Giföffner bleibt. Was denn Shit verkaufen wir alles? Nee, ist okay. Nee, machen wir das hier. Ein Geld von zwei Seiten. Mir doch Wayne. So, schnell, mach der Hafen auf. Was gibt's? Nahrung. Easy. Das könnte jetzt die letzte Tür sein. Deswegen würde ich jetzt noch mal ein bisschen gucken, ob wir... Oh, wir hätten so viel rausnehmen können von der Forschung, wenn wir da noch ein bisschen gebaut hätten. Bisschen dumm von mir. Die ganze Zeit da schon investieren sollen. Oh, Tesla Modul 3.
Naja, was soll's. Jetzt aber Geld für ein Forschungsmodul auszugeben, das ist, glaube ich, allen klar. Das macht keinen Sinn. Na komm. Doch nicht die letzte Tür. Macht trotzdem keinen Sinn. Da zu investieren. Komm, zerplatzt. Gib mir den Dust. So. Jetzt hat er echt kein Ende. Gegner. Mega. Aber derbe. Was auch nochmal das? Gab es sogar zwei das. Hier das gleiche Spiel wie immer. Bam, bam, bam. Ah, die nächste Tür. Jetzt müssen wir warten, jetzt haben wir halt nichts mehr über. Also die Moral der Geschichte ist, auch Wissenschaftsmodule bauen. Egal, ob man einen guten Pool an Ressourcen hat. Oh, da kommt noch welche. Ich dachte, es wäre Ende. Am Ende ist auch dieser Pool leer. Wir sind so gut. Oder ich bilde mir das vielleicht auch nur ein. Ach, eigentlich läuft super. Alle platzen. Keiner kommt zum Leiden. Möglichst alle Türen werden geöffnet. Bin zufrieden. Und das ist jetzt bestimmt auch die letzte Tür. Und ich hatte fast recht, weil das ist natürlich jetzt die letzte Tür. Uiui, da werde ich müde. Ich dachte gerade, dieses Kristall zerspringen. Ich hab gerade gedacht, irgendwie, dass der Hauptkristall angegriffen wird. Das würde mich zum Weinen bringen. Ja, das war die letzte Tür. Es gibt's nichts. Gegner auch nicht. Okay. Dann Team Awesome. Geht wieder hier hin. Jetzt kann man anlassen. Wieder nur so viel mit Strom versorgen, was nötig ist. Das ist nötig. Das ist nicht mehr nötig.
Aber was soll der Geiz? So, und dann haben die Gegner noch was zu kauen. Der Rest ist am Ende. Ja. Okay. Easy. Haben wir gut gemacht, glaube ich. Das spielt auf seine Klampe. Super. Ist grün. Wir kennen aus. Wir kennen ab dafür. Ab in die nächste Hut. Nichts versucht, mich zu fressen. Da bin ich gar nicht gewohnt. Ja, 14 Minuten haben wir noch. Oh, könnte knapp werden. Versuchen wir eine schnelle Runde zu machen. Jetzt 21 Minuten für dieses Level gebraucht. Deswegen versuchen wir ein bisschen Gas zu geben. Dass wir auch noch diesen Abschluss schaffen zusammen. Das Übliche. Schön. Das Eingrenzen. Wo kann ich bauen, wo nicht? Ja, gut. So, das heißt, hier können wir auf jeden Fall ihn hinbauen. Kriegt schon mal seine mechanischen Dudes. Nee, machen wir noch nicht. Nein, meine Freunde. Machen wir nicht, weil wir brauchen hier unsere Doppelten. Ja, okay, jetzt können wir das meiste voll machen. Okay. Kurz am Ohr kratzen. Muss auch mal sein. Mit in ihr Kopfhörern ist das üblich, dass man sich auch manchmal am Ohr kratzen muss. Okay. Dann machen wir das erste Tor auf. Kreuzung. Okay. Kriege ich den Down? Das gibt einen Das-Bonus, wenn ich den Down bekomme. Und yes! Sehr gut. Slowen. Hier kommt X2. Und schon mal unsere Teslas auf. Und gehen zur nächsten Stage. Und eine neue Waffe, die blau ist. Aber leider nicht unbedingt besser. Ah, schade. Wir bauen Wissenschaft. Hatten wir gesagt, wir haben daraus gelernt. Wir machen Wissenschaft rein. Können hier immer noch nicht, ja, weil ich wieder arm bin. Arm wie eine Kirchenmaus. Was können wir denn machen? Ja, bringt uns noch gar nichts, also Tür öffnen. Letztes Tor, okay, also für die Reihe jetzt. Können hier Licht reinmachen. Licht ins Dunkle bringen. Einmal, zweimal. Und nochmal ein 15er. Ja. Das. Und machen die nächste Tür auf. Gut, bei dem Dude können wir mal endlich unser Zeug verkaufen. Oh, es gibt das. Das sind Dust-Händler. Das ist sehr schön. Weil wir lieben ja das. Wir lieben das sehr. Ach, so eine Waffe wäre halt für 11 Dust. Für unseren strammen Bob. Ach komm. Ach so, das ist für... Ah, ihr wärt trotzdem gut.
Leute, was soll der Geiz? Was machen wir, Leute? Machen wir jetzt unten weiter? Machen wir oben weiter? Ich am liebsten würde ich diesen Weg hellen. Weil dann können wir auch in Ruhe forschen. Hier können wir alles voll mit Modulen zuballern. Machen wir. Da. Weil nur dann, wenn diese Lane nicht von Gegnern angegriffen wird, können wir in Ruhe forschen. Sonst greifen die das Forschungsmodul an. Versteht ihr? Dann machen wir das gerade. Eben. Machen hier Verteidigung rein. Den Verkäufer brauchen wir jetzt sowieso erstmal nicht. Da wir noch kein Dingensbums haben. Ich habe den Namen vergessen. Kein Bazar haben. Dementsprechend ist er jetzt erstmal für uns nicht wichtig. Gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Nee. Nicht geschafft, leider. Da muss man schnell sein. Ja, aber bisher läuft das wieder prächtig hier. Kann man nichts sagen. Und auch das letzte. Ich glaube, auch in dieser Welle gibt es keine großen Gegner. Auf jeden Fall hier zwei. Da ist voll. Ja. Dann würde ich den kantigen Bob mitnehmen. Und Baumeister Bob dort lassen. Oh, da will jemand durch die Tür. Der ist halt so arschlangsam. Der kantige Bob. Aber er ist ja auch ein Tank. Der muss nicht schnell sein. Machen wir hier das Licht einmal aus und machen. Nee. Doch. Diese Strecke ist mir lieber. Als die andere. Schön Dust einsammeln.
Aber die Tür müsste noch einiges aushalten. Die müssen wir jetzt noch nicht öffnen. Will ich auch noch gar nicht öffnen. Odin ist so verdammt süß, wenn er schläft. Wow. Habt ihr die Explosion gesehen? Nicht du. Dich brauche ich mal kurz reparieren. Ja, warte, wir machen es anders. Wir hellen auch jetzt diesen Spot. Dann kommt von der Seite schon mal nichts. Dann ist es nicht so schwer. Danke. Alle bei Bobs herkommen. Okay. Julia. Nee, ich nenne sie jetzt einfach mal Julia. Julia macht jetzt die Tür auf. Schafft sie alleine. Die ist so tough, die Julia. Mit ihrem Brieföffner. Nee, immer noch nichts Gutes. Okay, das nächste Julia bitte. Standardmodule. Wow, wir haben voll viel Nahrung. Lass uns mal kurz mal auf jeden Fall in die nächste Stufe. Hat eine neue Fähigkeit und zwar, ja, Mechanist. Sehr gut. Und den Professor. Haben wir auch noch einen Ruck. Immer noch so viel. Geizen wir nicht und geben ihr auch ein bisschen. Ja. Oh fuck. Okay. Kurz Panik bekommen. Keine Ahnung warum. Einfach Panik bekommen. So, Bob kriegt jetzt mal ein Modul. Oder auch nicht. Julia, das nächste Tor auf. Ah, es wird eine etwas längere Folge, schätze ich mal. Aber wir machen das jetzt doch zusammen. Ich werde jetzt hier nicht abbrechen. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir auf jeden Fall. Den Verkäufer haben wir noch. Dann verkaufen wir das. Verkaufen wir noch. Im Gegenzug zu Dust. Wenn auch nicht viel. Aber immerhin etwas. Was kriegt er? Großmodul? Oh, weiß nicht. Das könnte eigentlich schon kurz vor Ende sein. Ah,
Wissenschaft. Nahrung. Aber Nahrung. Ich glaube, Nahrung ist in dem Fall besser. Das nächste aufmachen und das letzte Tor. Das ist eine gute Lane. Ein T-Shirt haben wir noch. Ein T-Shirt. Das T-Shirt bekommt Baumeister überhaupt. Gegner kommen von hier. Unsere Tesla sind so gut, Leute. Da kommt nichts durch. Einfach gar nichts. So, Leute. Sorry, Odin. Nee, das ist alles tippitoppi. Aber wir müssen trotzdem durch den einen Weg. Also, los geht's. Oh, ich wusste es. Oh shit, ich hasse es. Ich hasse es so dermaßen, wenn da so viele fucking Gegner sind. Okay, okay. Müssen wir ausprobieren und gucken, ob... Ich hasse es. Oh Mann, das hat uns ein bisschen Dust gekostet. Aber müsste geklappt haben. Haben wir noch Gegner? Von beiden Seiten. Oh nein, Bock, bleib da, bleib da. Okay. Idiot. Von der falschen Seite. Du Sack, du. Okay. Gut, gut, gut. Nächstes Tor. Gut. Von oben kommt was. Ah, nee, das schafft die. Alles super. Oh, wir haben die beste Verteidigung ever. So. Was?
das Vieh hat das Tor durchbrochen. Das hat gleich die nächste Runde eingeleitet. Oh. Gut, gut, gut. Oh, ist so fucking intense. Da dreht sich der Odin. Weil das so fucking intense ist. Und da sind fucking Truens. Was ist? Hä? Wieso? Ich dachte, er wäre down. Warum macht das so komische, ekelhaft? Ach du Scheiße, sind das viele. Ja gut, was heißt viele? Und fucking gleich die nächste Runde eingeleitet. Super, und das war die letzte Tür. Jetzt ruhig ein bisschen warten können, weil dann hätte ich das ausnutzen können. Danke. Danke für gar nichts. Fuck, eine Stunde. Zum Schneiden gibt es jetzt auch nicht viel. Dann ist die letzte Tür, aber nehmen wir ihn mit nach unten. Wow, 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 beruhig dich. Dieses Geräusch immer. Oh je, schon wieder. Geschafft. Leute, geschafft. Es war noch gegen Ende echt spannend. Wir nehmen auch ganz viele Ressourcen mit nach Hause. Beziehungsweise zur nächsten Ebene. Boah, eine so tolle Ausrüstung. Keine Ahnung, wo das hin soll. Was ist ein Ausreißer? Der Ausreißer. Ausreißer. Ausreißer selbst. Die Monster verlangsamen den Helden nicht. Ah, ist jetzt auch nicht so. Mega. Aber geschafft, sehr cool. Gut, gut. Team Orson, ihr wisst, was zu tun ist. Gut, gut, gut. Hier. Zack, das reicht. Und los. Haben wir doch gut gemacht, oder? Bin ich schon. Und raus. Sehr cool. Diese Monster, sind das eher Schleicher oder Kriecher? Eine gute Frage. Und mit dieser Frage beende ich diese heutige The Dungeon of the Endless Runde für Crutch Friday. Für heute eigentlich. Ich schneide den Scheiß jetzt noch. Und da ist er pünktlich für euch am Freitag verfügbar. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mal eine gechillte, ruhige Runde. Haben wir noch gut gemacht. Bin schon. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Enner Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.